Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Couch-Talk oder auch Sessel-Talk. Wir sind heute wieder am Standort in Herrenkrug, hier in Magdeburg, und wir wollen heute über den Studiengang Journalismus reden. Mein Studiengang, ich bin jetzt momentan im 6. Semester, habe heute mit mir einmal aus dem 2. Semester Laura und einmal aus dem 4. Semester Felix und unsere Professorin Frau Trommershausen, die uns ein bisschen was erzählen wird darüber, worum es geht im Studiengang, und damit wollen wir auch gleich starten. Vielleicht können Sie einmal zusammenfassen, so gut es geht, was denn das Ziel des Studiengangs ist. Ja, Ziel des Studiengangs ist es, kompetente Journalistinnen und Journalisten auszubilden. Gerade in Zeiten wie diesen, jetzt gerade in der Krise, sehen wir ja, dass qualitative Nachrichten, gut recherchierte Nachrichten, also Journalistinnen, die ihr Handwerk verstehen, mehr als gefragt sind. Und das ist auch unser Anspruch, also auf jeden Fall praxisnah zu lehren, aber eben auch durchdacht. Also das findet man auch auf Instagram, sozusagen auf unserem Instagram-Account. Und es geht darum, sowohl theoretische Grundlagen zu vermitteln, als eben auch das How-to, also wie mache ich guten Journalismus. Und das eben auch auf einer Vielzahl von Kanälen, nicht mehr nur klassisch Print logischerweise, sondern eben multimedial, crossmedial und auch komplexe Sachverhalte so zu erklären, dass gesellschaftlich und politisch relevante Themen eben auch verstanden werden. Und das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil in demokratischen Gesellschaften ist, dass Journalismus gut funktioniert. Dafür bilden wir aus. Und wenn wir uns jetzt also mit diesem Ziel befassen, welche Studieninhalte werden denn dann besonders hervorgehoben? Hervorgehoben, also ich würde schon sagen, wir haben eine Zweiteilung, ja, mit einem Fokus auf einer praxisrelevanten Lehre, aber praxisnah und durchdacht. Das heißt, es werden natürlich zunächst einmal Grundlagen vermittelt. Was ist überhaupt das Mediensystem, politisches System, gesellschaftliche Fragen, aber natürlich auch medienökonomische Fragen. Wie funktionieren Medien überhaupt? Wie finanzieren sie sich? Und aber auch von Beginn an, und da bekommen wir auch immer sehr gutes Feedback, sehr praxisnahe Einstieg. Ja? Also die Praxis der Mediengestaltung, die sich auch über 2 Semester beispielsweise jetzt zieht, wo die Studierenden sofort ins kalte Wasser geworfen werden, was produzieren müssen, filmen müssen, etc. Das heißt schon eine Zweigleisigkeit, praxisnah, aber eben auch durchdacht, die Theorien, das, der Kontext, der dahinter steht, und aber eben auch sehr, sehr nah an der Realität das Machen. Ich lerne Technik, ich lerne das Schreiben, ich lerne das Schneiden, ich lerne das Recherchieren, und all das versuchen wir natürlich auch durch Praktika und natürlich durch unsere Professuren so praxisnah und relevant wie möglich zu vermitteln. Und wir haben ja auch ein paar Themenbereiche, in denen wir uns dann ab dem 2. Semester vielleicht auch nochmal fokussieren können. Können Sie noch was dazu sagen? Ja, also ab dem 2. Semester hat man dann die Möglichkeit, nach Interessensschwerpunkt auch nochmal eine Vertiefung zu wählen. Und die Vertiefungen sind Politik, Gesellschaft und Öffentlichkeit und eben auch das Medienmanagement, also auch schon die Grundlagen, die ich eben benannt habe, die im ersten Semester erstmal zum Schnuppern da sind, und dann kann man sich entscheiden, wo man eine Vertiefung möchte. Und dann gibt es jedes Semester ab dem 2. Semester ein Modul, wo man das eben vertiefen kann. Das setzt sich meistens aus 2 Veranstaltungen zusammen, einer Vorlesung, einem Seminar. Und teilweise sind die Module dann eben auch mit englischen Angeboten gemixt. Ja, das ist immer im Wechsel in den Vertiefungen. Nicht jedes Semester gibt es eine englische Veranstaltung in den Vertiefungen. Aber da decken wir dann eben auch nochmal die Internationalität und das Englischsprachige mit ab. Und die Vertiefungen sind, glaube ich, für die Studierenden nochmal sehr interessant, weil dort hinaus kommen dann oftmals die Bachelorarbeitsthemen auch, also die Interessenschwerpunkte, die dann über das Studium hinweg entstehen. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ja, 2. Semester ist für Laura ja gerade ganz aktuell. Wie sah denn das für dich aus? Hast du dich schon entschieden, welche Vertiefung du nimmst etc.? Ja, die Vertiefung mussten wir ja bereits wählen, haben jetzt auch schon mit den Seminaren und Vorlesungen gestartet. Ich bin tatsächlich mit unserer Dozentin Frau Trommershausen gelandet im Medienmanagement. Und das ist eben geteilt in ein Seminar und eine Vorlesung. Und im Seminar vertiefen wir dann quasi den Stoff aus der Vorlesung. Und es geht gerade sehr aktuell um die Digitalisierung, was das auch mit Medienunternehmen macht. Und das ist natürlich, gerade weil das ja an unserer Generation ziemlich nah dran ist, dann auch ziemlich interessant. Und praktisch, was hast du denn da schon gemacht, wenn wir jetzt über zum Beispiel Wahlpflichtfächer reden oder dergleichen?
Im ersten Semester war ich in der Medienproduktion, also in dem Kennenlernseminar für Video. Und das war bei unserer TV-Dozentin Frau Nutelle und wir sind ins Allee-Center gegangen und wurden direkt ausgestattet mit einer großen Kamera, wie man sich das vorstellt, und einem tragbaren Mikrofon, und dann galt es halt, Interviews zu führen und die Leute für sich zu gewinnen und zum Stehenbleiben zu bewegen. Man wird ja ein bisschen ins kalte Gewasser geworfen, das hatte Frau Thomashausen ja gerade auch schon sehr treffend erzählt, aber wie war denn das für dich, das Erlebnis, das erstmal dann alleine mit so einer Kamera vielleicht dann dort zu stehen? Positiv und negativ zugleich. Also man muss sich natürlich erstmal mit dem Gefühl der Ablehnung auch sehr arrangieren, weil natürlich, wenn man dort rumläuft, nicht gleich jeder mit einem reden möchte, und das stärkt aber auch unglaublich das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich bin jetzt hier mit meiner Kamera und ich möchte das und ich finde bestimmt noch jemanden, der mit mir redet. Dann kann man sich gegenseitig natürlich auch motivieren. Der eine hat vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung dort und der andere dort. Und so ist es eben auch so ein gemeinsames Lernen und Vorankommen und sich gegenseitig auch pushen, und das mag ich sehr gern. Felix, bei dir hat es ja vielleicht schon ein bisschen nachgelassen mit dem ins kalte Wasser geworfen werden, mit ein bisschen Erfahrung. Hast du schon irgendwie eine schöne Geschichte vielleicht auch mal in der Lehrredaktion gemacht? Ja, tatsächlich. Ich muss jetzt auch überlegen, ich weiß gar nicht, ob es das dritte Semester oder das zweite Semester war. Ich hatte die Lehrredaktion wahlweise. Da haben wir sozusagen die Europawahl und die Kommunalwahl hier in Magdeburg so ein bisschen begleitet. Und es war super interessant zu sehen. Also wir wurden aufgeteilt in Video, in Social Media und Radio, glaube ich auch, ne? Und da konnte so jeder seine Interesse, die er so persönlich auch hat oder in der er vielleicht noch so ein bisschen lernen möchte, ausleben. Also ich war zum Beispiel im Videobereich und wir sind dann zu den einzelnen Wahlpartys gefahren und haben so diese ersten Reaktionen gefilmt sozusagen, die dann ins Rathaus weitergeleitet, weil von da aus haben wir gesendet, mit dem offenen Kanal zusammen dann in Magdeburg ausgestrahlt. Und die Jungs und Mädels vom Social Media haben halt vorher alles so ein bisschen recherchiert, so ein paar Videos gemacht dazu und auch an dem Abend halt Live-Coverage sozusagen gemacht dazu. Das Radio war halt auch vor Ort, aus dem Rathaus haben wir auch gesendet mit einer Radioveranstaltung oder mit einer Radiosendung. War mega interessant zu sehen, wie so alles an diesem einen Tag funktioniert und wie es so zusammenkommt, und jeder konnte sich da, glaube ich, so ein bisschen austoben, ja. Neben den praktischen Inhalten des Studiums selbst werden ja auch Praktika verlangt, sowohl im Inland als auch im Ausland. Frau Thomashausen, können Sie uns da noch ein paar Informationen zu geben, was denn da Voraussetzungen sind, was verlangt wird? Ja, also idealerweise sollen diese Praktika im vierten Semester stattfinden. Also schon, wenn man wirklich drei Semester schon gut drin ist, vielleicht auch schon Interesse entwickelt hat und weiß, was einem Spaß macht. Es sind 12 Wochen Inlandspraktikum und 12 Wochen Auslandspraktikum vorgesehen. Und wir halten vor allem auch den Auslandsaufenthalt für sehr, sehr wichtig. Das kann auch ein Auslandsstudium sein. Also wir haben auch Partneruniversitäten im Ausland, wo man eben auch ein Studium absolvieren kann. Das ist auch möglich, aber eben auch ein Auslandspraktikum. Und gerade in dieser vernetzten globalen Welt denken wir, dass es sehr, sehr wichtig ist, nochmal im Ausland auch tätig zu sein, nochmal etwas anderes zu sehen. Und auch der Bezug natürlich zum Journalismus ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, gerade im Inlandspraktikum legen wir auch Wert darauf, dass ein Redaktionspraktikum gemacht wird, zumindest anteilig. Und auch ein weiterer Anteil ist dann möglich, dass man sagt, in der Vertiefung, ne? Also wenn jetzt Frau Prüfer beispielsweise sagen würde, Mensch, ich möchte aber doch noch mal ein bisschen ins strategische Management im Springer Verlag gucken, oder ich möchte mal bei Bertelsmann wissen, wie da die Content-Syndizierung funktioniert und wie das strategisch geplant wird, dann wäre das sozusagen auch noch eine Möglichkeit, dass man das machen kann. Aber auch der journalistische Bezug ist wichtig, mal eine Redaktion live zu sehen und wie da die Abläufe und Prozesse sind im alltäglichen Prozedere, das ist hochrelevant. Ihr habt ja jetzt schon ein paar Erfahrungen gemacht, nicht unbedingt dann jetzt im Praktikum, aber auf alle Fälle praktisch. Welche Vorteile hatten das denn für euch als im Studium, jetzt vielleicht auch verglichen mit anderen Studiengängen? Also ich glaube, so Studiengänge, also wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen, zum Beispiel Medizin oder Jura, habe ich Freunde, die das studieren. Es ist halt am Anfang wirklich sehr theoretisch. Man lernt viel auswendig und kann es dann viel später erst irgendwie praktisch anwenden. Da muss man sich am Anfang, glaube ich, mehr durchboxen. Hier ist es teilweise auch, glaube ich, so ein bisschen Learning by Doing, dass man das Gefühl hat, zwar am Anfang vielleicht auch, wie mache ich das jetzt, aber dann so Stück für Stück bekommt man natürlich auch die nötigen Kompetenzen mit auf den Weg gegeben und entwickelt sich auch unglaublich selber weiter damit, dass man
sich selbst so viel aneignen muss. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil gerade im Journalismus ist, denke ich, auch von Vorteil, wenn man irgendwie ein hohes Maß an Selbstständigkeit mitbringt, eine Selbstsicherheit auch. Und ich glaube, dieses ins kalte Wasser werfen, das fördert das unglaublich. Also ich finde auch, ein ganz wichtiger Punkt sind Fehler. Also ich lerne sehr viel aus Fehlern. Also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein XLR-Kabel vergesse oder irgendwas vergesse, dann ist das beim nächsten Mal, weiß ich, dass ich das mitbringen muss. Oder dann, wenn ich bei irgendeiner Zuarbeit nicht ordentlich mache, dann ist diese Zuarbeit, die ich dann versaubeutelt habe, die ist dann halt beim nächsten Mal, funktioniert es einfach besser. Und in diesen praktischen Aufgaben, die wir kriegen oder auch in diesen ganzen Praktika, die wir haben, ist es halt erlaubt, Fehler zu machen. Und das sind halt Fehler, die dich in dem, was du theoretisch hier lernst im Unterricht, einfach weiterbringen, weil sie dich einfach, du merkst es dir und es ist halt einfach, ja, also ich würde sagen, für mich zumindest persönlich halt super wichtig, Sachen zu machen und nicht nur zu hören. Und man wird ja trotzdem aufgefangen, oder? Also auch bei einem Fehler hat man immer jemanden da, der einen unterstützt. Ich kann da vielleicht nochmal ergänzen, also gerade die Lehrredaktionen und auch die Lehrprojekte. Also wir unterscheiden da ein bisschen. Die Lehrredaktionen sind, wie der Name schon sagt, natürlich Redaktionen, sowas wie Wahlweise, wo man dann tatsächlich auch sendet, produziert und macht. Und es gibt natürlich auch Lehrprojekte oder Lehrforschungsprojekte, die dann auch nochmal den Transfer anders suchen, hier in die Region auch. Und da geht es auch tatsächlich drum, vor allem auch in meiner Vertiefung, mal zu scheitern. Ja, weil nur wenn ich scheitere, also das, was Sie gesagt haben, dann merke ich, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Und wir hoffen natürlich, dass hier in diesem noch geschützten Raum, da ist es möglich und da dürfen Sie auch mal baden gehen mit gewissen Dingen, die nicht funktionieren. Es ist teilweise sogar gewünscht in kreativen Prozessen. Und wenn Sie dann rausgehen und sich vielleicht auch bewerben, dann spätestens im sechsten Semester, wenn Sie Ihre Abschlussarbeit schreiben und sich langsam auf die Bewerbungsphase vorbereiten, dass sie dann A, nicht so viel Angst haben, vielleicht auch mal zu scheitern oder eben gewisse Erfahrungen schon gemacht haben und wissen so, oh, das, das Lehrprojekt und da habe ich das und das und das passiert mir nicht nochmal. Ja. Mhm. Super, dann vielen, vielen Dank, dass wir heute mit euch und Ihnen reden konnten darüber. Ich hoffe, es hat euch sehr neugierig gemacht. Ich kann es natürlich nur als eigene Journalismusstudentin absolut weiterempfehlen. Ich denke aber, das geht ja auch von allen anderen aus. Wenn ihr vielleicht Interesse habt, dann sieht man vielleicht auch den einen oder anderen dann im nächsten Wintersemester hier an der Hochschule. Und ich wünsche euch erstmal noch einen ganz tollen Tag. Macht es gut. Tschüss.